Ja, Freude, gute Laune und der beste Unterhaltung. Und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen und weiteren Video hier bei F123 und heute mal wieder rund um das Starten. Denn ich frage mich, wie sind eigentlich die Reifenmischungen hier bei F123, beziehungsweise wie reagieren sie hier am Start? Wir werden also mal Softreifen, Medium, harte Reifen testen, wie gut wir hier wegkommen, ob wir Plätze verteidigen können oder gar sogar welche gut machen können. Das heißt, wir werden natürlich öfters jetzt versuchen, hintereinander weg ein bisschen auf Softreifen zu starten, bis wir den optimalen Start erwischt haben. Und dann gucken wir mal, ob wir es auf Medium oder gar harten Reifen schaffen. Normalerweise, es war letztes Jahr so gewesen, dass die Softreifen natürlich die beste Variante war. Medium, ja, war schon problematisch gewesen, aber harte Reifen haben einem wirklich zu denken gegeben. Da haben wir meistens Plätze verloren. Also, ich würde sagen, probieren wir es aus. Ich würde mit Softreifen starten und dann werden wir uns nach und nach ein bisschen steigern. So, wir starten hier sofort. Die Reifen sind ja schon optimal auf Temperatur. Dann guck ich mal, wie wir hier wegkommen. Oh, die KI ist schwach vom Start hinweg. Aber gut auf der Bremse. Ja, mach den Max Verstappen. Trotzdem schaffe ich das. Eieieiei, wir haben ein KI-Problem vom Start hinweg. Also das ist ja schon ziemlich krass. Oder ich mache halt einen guten Start, aber eigentlich es sind hier viele Faktoren, die das Spiel leider doch jetzt hier mit der KI ein bisschen einfacher machen. Aber egal, wir springen mal zu dem Medium-Reifen. Mal gucken, ob es genauso einfach ist. So, weiter geht's mit Medium zu 8000 Umdrehungen. Jetzt gehen wir sukzessive nach oben. Oh, komm richtig gut weg. Max Verstappen will uns den Raum zumachen und wir sind schon wieder Erster. So. Ja, okay. Ja. Achso, es soll nicht Max Verstappen, war Perez gewesen sein. Dann ist ja alles klar. Aber ihr merkt, irgendwie mit den Mediums. Wir probieren es nochmal. One Take Wonder probieren wir einfach mal. Oh, probieren wir es jetzt nochmal. Sukzessive okay. Oh. Also ich bin richtig spät losgekommen. Perez jetzt hier. Wir machen es Perez jetzt ein bisschen eng. Ja, aber wir kommen richtig schön durch. Ja, so mit Perez. Er hätte auch ein bisschen zurückstecken können, aber... Uiuiuiui. Gibt mir ein bisschen zu denken, dass die KI so schwach ist. So, jetzt macht Perez mal einen Fehler. Leclerc kam richtig gut weg, aber trotzdem, wir machen unsere zwei Plätze gut, ey. So, Perez ist in. Immerhin sind wir Zweiter. Aber, ja, ihr merkt es einfach, selbst auf Medium-Reifen ist es echt easy, wenigstens ein, zwei Plätze hier gegen die KI gut zu machen. So, jetzt das Ganze mit harten Reifen. Also wieder 8000 Umdrehungen, jetzt ein bisschen hochlassen und... Oh, wir kommen trotzdem gut weg. Gut, Leclerc wieder super Start. Wir können natürlich versuchen, jetzt hier reinzustechen. Macht aber keinen Sinn, weil die Kurve wird natürlich hier eng. Aber vielleicht schaffen wir es auch gegen Perez hier. Perez räubert ein bisschen rüber. Lässt aber genug Platz. Man merkt natürlich beim Rausbeschleunigen, da ist nicht so viel Grip da wie mit dem weichen Reifen. Aber trotzdem, also das ist erstaunlich. Bei F122 kamen wir nicht so gut weg. Das heißt, hier müsst ihr natürlich ein bisschen mehr auf eure Drehzahl achten. Einfach wirklich mal auf 8,5 lassen und am Ende ein bisschen hochgehen. Und dann haben wir schon wieder die beiden Ferraris überholt. Perez versuchen wir jetzt hier aus natürlich zu überholen. Leichter Verbremser, kommen aber hier rum und sind damit Erster. Also, so Freunde, das war es erstmal gewesen rund um, ja, Reifenmischung vom Start hinweg. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr Anmerkungen oder Anregungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen und hören uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüssikowski.